Minus. Lassen Sie uns direkt durchstarten mit einem US-Wert, der eigentlich bisher immer recht gut gelaufen ist. Aber jetzt sieht es gar nicht mehr so gut aus. eBay hat nämlich seine Zahlen für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Der Umsatz, der dürfte dann deutlich geringer ausfallen als zuletzt noch prognostiziert. Und die Anleger, die reagierten empfindlich. Die eBay-Aktie fiel also nachbörslich um fast 5%. Das heißt, im dritten Quartal, da konnte der Online-Handelskonzern seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar nur knapp auf unter dem Strich 848 Millionen Dollar steigern. Damit lag er aber sogar etwas über den Erwartungen an der Wall Street. Beim Umsatz dafür buchte eBay ein Plus, und zwar von 12% auf 4,35 Milliarden Dollar. Die treibende Kraft war einmal mehr die Bezahlsparte PayPal mit einem Anstieg um 20% auf 1,95 Milliarden Dollar. Doch auf PayPals Erfolge kann sich eBay ja nicht mehr ganz so lange verlassen. Der Konzern hatte ja schon jüngst bekannt gegeben, die Tochter, die soll im nächsten Jahr dann an die Börse bringen. Liebe Zuschauer, lassen Sie uns jetzt, oder ich möchte jetzt mit Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär über zwei US-Werte sprechen, aber eben auch über den Markt. Schönen guten Morgen, Herr Söllner. Ja, man muss ja sagen, gestern, der Handelsmittwoch, das war kein schöner Tag für die Anleger. Woran liegt es denn außerdem? Na gut, wir haben natürlich geopolitische Krisen und das Ebola-Virus, aber das ist doch deutlicher Pessimismus, oder? Genau, es gibt sehr viele Gründe, die jetzt alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Grundsätzlich muss man schon einmal festhalten, dass wir im DAX, aber auch im Dow die letzten Jahre rund 100% gestiegen waren. Also eine Korrektur ist letztlich einmal eine ganz normale Sache, was auch zu erwarten war, dass sowas einmal kommt. Derzeit ist es doch eine recht harte Korrektur. Insofern sind relativ viele Aufwärtstrends jetzt erstmal angeknackst. Es gibt viele Schulterformationen in einzelnen Werten. Also derzeit empfiehlt sich für Anleger durchaus einmal ein bisschen das Beta rauszunehmen, vielleicht auch einmal ins Depot einen Put mit reinzumischen, um das Risiko ein bisschen rauszunehmen. Ganz klar, unser Rat war schon immer, Stoppkurse einhalten und dann lieber sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich das beruhigt, wieder positionieren. Grundsätzlich derzeit schon leicht überverkauft, also Rebounds wird es jederzeit geben, aber auf mittlere Sicht sind einige Charts doch empfindlich angeknackst, deswegen auch ein bisschen Pulver trocken halten, aber ganz wichtig, dabei bleiben, weil es ist letztlich auch eine große Chance, wirklich Top-Aktien jetzt relativ günstig die nächsten Wochen und Monate wieder einsammeln zu können. Herr Söllner, gestern Abend hat eBay dann auch die Zahlen für das laufende Jahr ein bisschen nach unten revidiert. Jetzt kommt natürlich dazu, PayPal wird in der nächsten Zeit abgespaltet. Kann eBay das so einfach verschmerzen? Weil Zugpferd war ja eigentlich immer der Bezahldienst. Ich denke schon, grundsätzlich ist die Abspaltung von PayPal schon sehr interessant, mittel- und langfristig. Es geht ja um das Thema Mobile Payment bis 2017. Im Vergleich zu 2013 ist ja eine Verachtfachung des Volumens zu erwarten. Und PayPal ist ja wirklich extrem gut positioniert. Und der Wert von PayPal dürfte sich künftig viel besser zeigen, wenn es eigenständig an der Börse gelistet ist und auch eigenständig operieren kann, auch neue Kunden angehen kann. Also eine schöne Story grundsätzlich, aber Sie haben es gesagt, zuletzt die Zahlen unter Druck. Vielleicht auch ein Grund ist, dass der Vorstand von eBay zuletzt die letzten Monate und Jahre im Kampf gegen Carl Icahn war, der ihn absetzen wollte letztlich und immer sehr, sehr gute Zahlen vorlegen musste und das vielleicht ausgereizt hat, vielleicht deswegen ein bisschen auch schwächelt. Jetzt wird der Vorstand ja ausgetauscht. Man muss auch hier sehen, charttechnisch ist jetzt die sehr wichtige 50-Dollar-Marke in Gefahr. Also auch hier heißt es mal, den Stoppkurs beachten. Aber eBay gefällt uns, wie gesagt, eben auch aufgrund der Abspannung von PayPal langfristig sehr gut. Es ist eine Aktie, die zu den Langfristgewinnern gehören wird. Aber auch hier das richtige Timing beachten und nach den Stoppkurs beachten. Lassen Sie uns auch noch mal einen Blick auf Netflix werfen. Da ist man, oder beziehungsweise seit kurzer Zeit kann man Netflix ja auch in Deutschland bei uns also in Anspruch nehmen, diesen Online-Streaming-Dienst. Allerdings muss man sagen, Netflix hat da auch oder steht nicht konkurrenzlos in Deutschland hier auf dem Markt mit Maxdome. Beispielsweise nur einer von vielen Streaming-Diensten. Kann man sich denn da jetzt momentan überhaupt gut behaupten? Also ganz offensichtlich nicht. Man hat jetzt Zahlen vorgelegt, die waren relativ schwach und vor allem die neuen User, die gewonnen werden konnten im internationalen Geschäft, dazu gehört jetzt auch Deutschland, waren nur rund 2 Millionen im letzten Quartal, erwartet wurden 2,4 Millionen. Das ist eine große Enttäuschung. Sie haben wahrscheinlich auch schon die neue Netflix-Werbung gesehen, die jetzt auch die deutschen Haushalte empfangen können. Netflix versucht in Deutschland Fuß zu fassen. Aber was man anbietet, das ist schon alles sehr bekannt. Man bietet an, dass man monatlich kündigen kann zu einem günstigen monatlichen Preis. Aber das haben die deutschen Konkurrenten, das haben sie clever gemacht, die letzten Monate schon vorweggenommen. Sie wussten, Netflix kommt nach Deutschland. Sie wussten,
was die Strategie von Netflix ist und auch Maxdome und Co. Maxdome ist ein Marktführer mit 36% Marktanteil, auch Sky und Co. haben das einfach vorweggenommen, bieten den Kunden schon seit längerem auch monatliche Kündigungsfristen an, sehr günstige Preise an. Also man sieht so leicht, wie sich Netflix anfangs durchgesetzt hat im US-Markt, hier war man Pionier, so leicht wird es offensichtlich international nicht mehr. Andere Firmen haben reagiert, auch in den USA bekommt man ein bisschen Konkurrenz. Grundsätzlich wächst man immer noch stark, man ist mit rund 30% gewachsen, aber die Aktie ist eben extrem hoch bewertet, KGV 90, und hier wird es eben nicht verziehen, wenn man die Planungen des Userwachstums nicht erreicht, gerade in diesem Marktumfeld. Auch hier gilt derzeit erstmal einen Schritt zurücktreten. Die Aktie muss man ganz aktuell nicht unbedingt haben. Hier ist erstmal doch der Abgabedruck recht hoch. Wir sind gestern deutlich gefallen. Hier ist natürlich der Trend auch erstmal vorbei. Aber wie gesagt, das gilt erstmal hier mal eine Beruhigung abwarten, dann kann es wieder interessant werden. Dankeschön für die Einschätzung am frühen Morgen. Florian Söllner. Gerne. Arbeitgeber und Gewerkschaften.